Cool. Ist ja auch gerade. Lydia hat die gleichen Klamotten an wie ich. Bis auf die Schulterpolster. Ist ja cool. Okay, sie ist genauso ausgerüstet wie ich. Tatsächlich, sie ist genauso ausgerüstet wie ich. Nur sie hat ein Schwert. In der Scheide. Ja, das heißt so. Was zum. Wer geht mich hier an? So langweilig sind die Let's Plays wieder auch nicht. Okay, wir brauchen Geld. Mir fällt jetzt aber leider gerade nicht ein, wie wir Geld machen, außer eine bestimmte Sache. Ich hatte nicht gemeint. Das heißt, wir werden Holz hacken. Und damit ihr euch jetzt hier nicht stundenlang mit mir rumlangen wollt, mache ich das einfach für mich selber. Ja. Erstmal schön Holz hacken. Und wir sehen uns gleich wieder. Ach ja. Und dann wollen wir mal. So, haben wir auf jeden Fall erstmal lang genug hier erstmal Holz gehauen. Ah, ich habe schon Blasen in den Fingern. Mal gucken, wie viel uns die gute Frau uns gibt. Hallo? Erschreck mich doch nicht so, Lydia. Wo ist denn unsere Chefin? Wohnt die hier nicht? Ach, da seid ihr ja. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Hab ich für dich, Hülda. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Naja, Hulda, pass mal auf. So schlimm ist es nicht. Ich habe zwar Blasen in den Fingern vom vielen Holzhacken, aber wie viel gibt's denn dafür? Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Naja. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Hätte ich 1000 Holz gehabt, wäre es wahrscheinlich weitaus besser gewesen, aber... Naja. Kann man halt nichts machen. Dann müssen wir ein bisschen unser Plündern verkaufen. Die besten Stücke vom frischen Wild. Tja, wir waren ja noch nicht beim Schmied. Vielleicht können wir da ja ein paar Waffen oder ein paar Zutaten verkaufen. Vielleicht auch hier den ein oder anderen Edelstahl. Ja gut, Edelstahl vielleicht auch. Was? Adriane! Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Arbeitet ihr den ganzen Tag an der Schmiede, gute Frau? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ah, ihr seid die Tochter. Okay, mach ich. Danke. Ich bin ja hier der Tarn. Ich werde das alles auf jeden Fall machen. So, was ist so eure Geschichte bei Weißlauf? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Naja, nicht unbedingt. Was habt ihr denn zu verkaufen, gute Frau? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Na, mal schauen. Oh ja, die hat eine schöne Auswahl. Oh, da sind sogar einige Sachen weitaus besser. Und Ork-Zweihänder. Die verkauft sogar Ork-Zeug? Krass. Die alten Pfeile bringen gar nichts. Schade. Ich hatte gehofft, die bringen was. Die bringen auch nichts. Ich jetzt? Die Eisenpfeile bringen gar nichts? Da bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Wo kommt denn das her? Achso, das war die Belohnung. Okay. Ich würde sagen, Zweihänderwaffen brauchen wir erstmal nicht. Da können wir das verkaufen. Was haben wir hier noch? Das ist Einhand. Das ist Einhand. Das ist auch alles Einhand, ne? Gut, was haben wir hier noch? Magie. Resistenz. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hier, Frostwiderstand, das können wir verkaufen. Das sieht auch gut aus. Können wir auch verkaufen.
Eine leichte Rüstung würde ich gerne mal aufheben, weil die müssen wir sowieso noch skillen, dass wir damit besser unterwegs sind. Und das Lustige ist ja, wir lernen zwar mit schweren Rüstungen umzugehen, aber sobald wir eine leichte Rüstung haben, ist unser Schadenswiderstand minimal. Okay, mal gucken, was kriegen wir denn dafür? Es wird ja 5000 Öcken, ne? Komm her, wir brauchen Geld, ich will ein Haus haben. Oh, dafür gibt es nur so wenig? Hätte ich aber gehofft, dass wir ein bisschen mehr bekommen. Naja. Wenn uns für Leichentür... Oh, dafür gibt es uns... Na, nicht so viel, aber Silber können wir auf jeden Fall gebrauchen. Stahlbarren. Eisenbarren. Ich glaube, dann werden wir jetzt, sagen wir mal... 200. Na, dann gib her. Wolfspelz nehmen wir noch. Tja, so wie es ausschaut... Wo habe ich denn 300 Dinges her? Ach so, weil ich die ganze Zeit das... Ach ja, ich habe ja vorhin versucht, mein ganzes... meine Fähigkeit ein bisschen höher zu machen. So viel hat das gebracht. Krass. Tja, ich brauche noch ein paar Pfennigbeträge. Genau zu sein, 22 Gold brauche ich noch. Na, komm her. So. Ich danke euch, gute Frau. Drinnen reinzuschauen, falls sie etwas braucht. Ja, wir geben jetzt erstmal kurz das Schwert ab und dann kaufen wir uns erstmal ein Haus. Mir war mal so, als hätte man noch irgendwie mal den Preis drücken können. Ich weiß nur nicht wie. Oder vielleicht verwechsel ich das auch mit Fallout. Das kann auch sein. Das haben Bethesda-Spiele nun mal an sich. Man kann da leicht durcheinander kommen. Ah, siehst du, die Priesterin. Da müssen wir auch nochmal unbedingt. Naja. Nur auf dem Rückweg sind, können wir ja mal kurz im Tempel vorbeischauen, mal gucken, was da los ist. Vielleicht gibt es noch eine nette Quest. Mit irgendwas mit einem Baum oder so. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Du bist hier der Chef? Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Gaius. Okay. Na dann, Gaius, dann bin ich ja beruhigt. So, da ist die freche Göre. Wollen wir ihn gleich jetzt schon ins Feuer kicken, den versoffenen alten Hässlichen? Wollen wir noch ein bisschen Gnade walten lassen? So, ich habe was für dich. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Vielleicht habe ich hier nicht irgendwie... Habe ich die Waffe aus Versehen verkauft? Doch, da ist er doch. Ach, die ist für, ich dachte für ihn. Aber ihr solltet beten, dass wir auf derselben Seite stehen. Mehr als sonst meine ich, es sollte wirklich etwas unternommen werden. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters leckt. Eure Aufgabe ist es, mir Rat zu erteilen. Aber das ist... Ihr seid ein willkommener Gast. Wie ihr meint, mein Jarl. Trotzdem müsst ihr die Regeln des Jarl respektieren. Proventus ist also davon überzeugt, dass der Sohn ein bisschen verzogen ist. Bin ich jetzt auch. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ihr habt schon gehört, wie? Ja, ich habe mir ein, zwei Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Diese Geheimbesuche in der Taverne machen euch zu einem leichten Ziel für einen feindlichen Attentäter. Ihr hättet mir etwas sagen sollen. Verdammt nochmal, Weib, ich bin der Jarl von Weißlauf. Der die Stiefel meines Ich werde Vaters mich nicht dafür entschuldigen, mit meinem Volk zu reden. Ihr könnt mich nicht Tag und Nacht beschützen. Das mag sein, aber trotzdem werde ich nicht aufhören, es zu versuchen. Naja. So, Proventus. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe ein Schwert für euch. Von eurer Tochter. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Danke. Mögen die Göttin... Da? Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch zum Verkauf. Das ist gut, Proventus. Dann nehme ich es, aber...
Können wir nicht falschen? Mist. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ja, das schöne Gold. Naja. Wir haben jetzt einen festen Fiebel des schönen Wohnens. Okay. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Das ist gut zu wissen. Schön, ich brauche gerade keine Dekoration. 500 Schlafzimmereinrichtung. Okay. Dachbodendekoration. Ist jetzt nicht so teuer. Also ich dachte eigentlich, dass da überall noch eine Null hinterherhängt, aber warum nicht? Also da gibt es ja schon ein paar ganz schöne Sachen. Kücheneinrichtung, Kinderzimmer. Ach, guck mal, ein Kinderzimmer. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Aber schön, gut zu wissen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Hat mich hier nicht gerade versucht, der Kommandant zu sprechen? Hey, wer bist du denn? Frota. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Das ist eine gute Einstellung. So, wo ist denn hier jetzt der Kommandant? Ist er schon wieder abgehauen? Ah, ne, da ist er. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Achso. Ah, dann wollte er wohl mit Dinges reden. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Was benötigt? Hallo Jarl. Auf wessen Seite steht Wenn ihr damit den Krieg meint? Ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Ich kann dich gut verstehen, Jarl. Denn ich habe das gleiche Schicksal. Wie kommt ihr drauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Naja, wenn es nur so einfach ist, dann könnte ich ja auch hier auf jeden Fall losgehen. Wie wollt ihr eigentlich Weißlauf vor einem Drachen beschützen? Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Da hast du recht. Besonders mit dem Wasser ist gut. Gut, dass wir hier überall Schnee haben. Ich habe eine Stadt zu führen. Jawohl. Habt euch gerne. Ein bisschen Gold. Perfekt. So, können wir noch hier mit... Wie hieß sie denn? In unserer Leibwache Iridit. Wir können uns niemals ausruhen. Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Ich würde dich gerne mal fragen, was macht denn ein Huskarl so? Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde, besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige möchte gern Attentäter, habe ich mit meiner Klinge aus dem Leben befördert. Also seid ihr einfach nur eine höhergestellte Lydia. Das gefällt mir. Mit welchen Bedrohungen muss der Jarl denn so fertig werden? Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige. Manchmal glaube ich sogar, seine eigenen Kinder wollen seinen Tod. Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Angriffe auf seinen Geisteszustand sind eine ganz andere Sache. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten ab. Leider ist es mir nicht gestattet, sie zu eliminieren. Nun,
Zumindest jetzt noch nicht. Tja, ich würde mal sagen, Irilet ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingscharakterin in diesem Spiel, denn sie handelt genauso wie ich. Wie wird eigentlich eine Dunkelelfin wie du, oder wie ihr, verzeiht meine persönliche Annäherung, eigentlich ein Huskal von Jarl? Balgo und mich verbindet der Kampf. Wir kennen uns seit unserer Jugend und haben unsere Freundschaft in den Feuern des Krieges geschmiedet. Als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Er hatte keinen Grund, das abzulehnen. Bei den Göttern, was seid ihr neugierig? Das ist schon fast gefährlich. Oh, mich interessiert nur so, wie ein hübsches Rotauge wie du das macht. Kennt man ja mit roten Handen. Wenn es oben brennt, ist unten die Hölle los. Was benötigt ihr? Erstmal nix, Jarl. Aber danke dir. So. Wir machen jetzt erstmal unser neues Zuhause unsicher und schauen uns ein bisschen um. Wenn die Kleine hast, mal gucken, ob wir sie adoptieren können. So gnädig bin ich. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, ob wir das auch können, ohne dass wir ein Kinderzimmer haben. Oder ob ich erst ein Kinderzimmer mir noch kaufen muss irgendwie. Ach ja, wir wollten ja. Schauen wir mal. So, wer bist du denn? Was? Altardiener. Jensen! Was ist Ist das eine offizielle Anrede? Guten Tag, ich bin So, verwundeter Soldat. Oha, er macht Hadouken. Danke. Der Schmerz lässt bereits nach. Okay. Eine Möwe. Was haben wir denn hier? Schrein von Kynaret. Dann müssen wir gleich nochmal Talos machen. Auf jeden Fall sind alle Krankheiten weg. Ich bin ja mal gespannt, ob das auch... Aber ich glaube nicht, dass man so einfach mal eben Vampirismus oder Werwolf einen Lykaner heilen kann. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das ist alles stehlen. Okay, schade. Aber ich bin doch Tane. Naja. Ich glaube, das meiste haben wir auch schon. Sovngarde. Oh, Sovngarde ist schön. Irrlichtmutter. Okay. Wickerschrein. Ah, guck mal. Voll erschrocken auf dem Ohr. Habe ich gerade ein bisschen lauter? Nö. Naja, auch nichts Neues. Der Bettlerprinz. Die Geschichte von Weedle und seinen Geschenken von Draenor-Fürsten. Das ist ja schön. Der Bettlerprinz. Schöne Geschichte. Müssen wir mal Ausschau halten. Klingt ja gar nicht. Also klingt interessant. Der Prinz der Bettler. Das Lied. Okay, schade. Oh, da gibt es mehrere Bände von. Kränklicher Bauer. Geht es euch besser? Ihr sucht meinen Gatten Nasim? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jarl nach. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Der Körper braucht Zeit, um zu heilen. Die haben hier alles ganz gut so im Griff. Also. Euch segnen. Ja. Lasst die Götter mal da raus. Ich habe mit dir nichts zu tun.